Jahrzehntelang steht Berlin im Brennpunkt des Kalten Krieges. Immer wieder versucht die Sowjetunion, Druck auf den Westen auszuüben. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt! Aber vor allem die USA stehen unerschütterlich an der Seite West-Berlins. Es war diese Entschlossenheit, das Gefühl, diese Luftbrücke geht nicht schief. Die Sieger werden zu Freunden und stärken so den Lebenswillen der Insulaner in den Westsektoren. Denn die sind unantastbar. Berlin war wichtig unter dem Gesichtspunkt, Europa ist das Zentrum, in dem sich alles andere entscheidet. Die Stadt ist ein Pulverfass. Wegen Berlin hätte es jederzeit zu einem Krieg kommen können. Nur Panzer können das DDR-Regime schützen. Mit dem Bau der Mauer schafft der Osten Fakten, trennt Familien und Freunde. Einigen gelingt noch in letzter Sekunde die Flucht. Die Teilung ist betoniert. Also die ist nicht nur festgeschrieben, sie ist betoniert. Es lebe unser Berlin! Es lebe die Welt! 1963 bekommt die Mauer erste Risse und John F. Kennedy spricht den Berlinern aus dem Herzen. I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Langsam kehrt das Leben in die alte Reichshauptstadt zurück. Das Straßenbild wird von Kriegsheimkehrern und Überlebenden geprägt. Mein Empfinden war, Gott sei Dank, ich habe überlebt. Ich bin mir nicht besiegt vorgekommen, denn ich war ja kein Nazi. Ich bin mir auch nicht befreit vorgekommen, denn ich konnte gar nichts machen. Wir waren Objekte der Sieger. Und zwar in beiden Teilen der Stadt. Deutschlands Zukunft ist ungewiss, als sich die alliierten Siegermächte zu einer Konferenz in Potsdam treffen. Sie beraten über die Verwaltung ihrer Besatzungszonen in Deutschland und Berlin. Im Potsdamer Abkommen werden diese Vereinbarungen festgelegt und bilden die Grundlage ihrer zukünftigen Politik. Man hat sich am Ende geeinigt, dass der Vier-Mächte-Status die einzige Möglichkeit sein würde, Deutschland für eine vorübergehende Zeit unter eine Kontrolle zu bringen, die von den Siegermächten wahrgenommen würde. Man hat Deutschland eingeteilt in verschiedene Besatzungszonen und Berlin in verschiedene Sektoren, um Deutschland, die Deutschen umzugestalten, sie umzuerziehen und auf diese Weise das deutsche Problem nicht durch Teilung, nicht durch Zerstückelung zu lösen, sondern durch eine gemeinsame Initiative der vier Siegermächte des Zweiten Weltkrieges. Die drei alliierten Regierungschefs einigen sich grundsätzlich darauf, dass Deutschland nicht dauerhaft geteilt bleiben soll. Sie beschließen die Einsetzung von Zentralverwaltungen, um eine spätere Wiedervereinigung zu erleichtern. Man ging davon aus, dass die künftige deutsche Zentralregierung nicht von Stuttgart oder Hamburg oder Weimar ausgehen würde, sondern von Berlin. Und hier hat man natürlich schon im Sommer 1945 dann Parteien zugelassen. Bereits im Mai haben die Sowjets den parteilosen Arthur Werner als ersten Nachkriegsbürgermeister Berlins eingesetzt. Der parteilose Politiker steht einem von Kommunisten beherrschten Magistrat vor. Überfüllte Personenzüge gehören in diesen Tagen zur Normalität. Die Menschen nehmen viele Unannehmlichkeiten in Kauf, um im Berliner Umland Lebensmittel zu organisieren. Die Räumungsarbeiten gehen voran. Ruinen werden gesprengt, um Platz zu schaffen. Wer noch etwas besitzt, tauscht es auf dem Schwarzmarkt. Die Kernfrage aber war, was geschieht eigentlich mit der Arbeiterbewegung? Und hier hat man zum einen die SPD als Arbeiterpartei gehabt, zum anderen aber auch die KPD. Und da lag es natürlich nahe, nach den Erfahrungen der Jahre 1930 bis 1933 zu sagen, der Nationalsozialismus war eben auch ein Ergebnis der Spaltung der Arbeiterbewegung und die müssen wir jetzt überwinden. Die ersten Nachkriegswahlen 1946 finden in ganz Berlin statt. Zuvor ist eine vorläufige Verfassung von der alliierten Kommandantur gebilligt worden. Die
Situation im Nachkriegs-Berlin war dadurch gekennzeichnet, dass Berlin in den Grenzen von 1923, also Groß-Berlin, nach wie vor ein einheitliches Gebiet darstellte, das auch von einer gemeinsamen Stadtregierung regiert wurde. Das heißt, der Magistrat war zuständig für ganz Berlin, obwohl es eben vier Sektoren gab. Zum Oberbürgermeister wählen die Berliner Otto Ostrowski. Der SPD-Politiker führt eine Regierung aus allen vier Volksparteien. In dem Frühjahr 1947 setzte ja dann in Berlin diese Oberbürgermeisterkrise ein. Der Oberbürgermeister Ostrowski wurde abgewählt und mein Vater zum Oberbürgermeister gewählt, was ja dann nur deswegen nicht effektiv wurde, weil das russische Veto das verhindert hat. Ernst Reuter ist in Berlin kein Unbekannter. In den 20er Jahren genießt er als Stadtrat für Verkehr hohes Ansehen. Die Nationalsozialisten zwingen die Familie ins türkische Exil. Von dort kehrt er nach Kriegsende mit Frau Hanna und Sohn Edzard nach Berlin zurück. Sein Herz hing an Berlin. Da wollte er wieder zurück. Und er wusste natürlich auch, das war ja absehbar, dass Berlin das Zentrum der Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Diktatur werden würde. Und da wollte er in der Front stehen, das war klar. Die Situation im zerstörten Berlin ist für die Familie ein Schock. Und hier musste man sich nun hereinfinden. Das war zu Anfang für mich völlig unmöglich, denn ich habe keinerlei Verständnis dafür gehabt, wie die Menschen eigentlich ticken, die das alles miterlebt haben. Wir kennen ja alle die Bilder, was das bedeutete, Bombenangriffe, die Zerstörung der Stadt durch die russische Besetzung, der Beschuss, der dahinter steckte, die Vergewaltigung, alles was dazugehörte. Das kann man ja gar nicht verstehen, wenn man von außen kommt. Das musste man lernen. Die Verwaltung Berlins untersteht der alliierten Hohen Kommandantur. Das Tagesgeschäft führen Vertreter der vier Mächte. Ihnen gehört auch der stellvertretende US-Militärgouverneur Lucius D. Clay an. Wegen fehlender Vereinbarungen entwickelt sich der Zugang nach Berlin zum Problem. Mit dem Rückzug der Sowjets aus der Kommandantur eskaliert die Situation. Wir unterschätzen unseren Gegner nicht. Wir wissen, dass eine grausame, brutale, rücksichtslose, aggressive, imperialistische Macht den Willen hat, uns in die Knie zu zwingen. Und ich wiederhole, wir haben Nein gesagt. Wir werden wieder Nein sagen und wir werden Nein sagen, solange ein Atemzug in uns lebendig ist. Die Sowjets scheiden ja sowohl aus der alliierten Kommandantur wie aus dem alliierten Kontrollrat aus, weil in Deutschland eine Währungsreform durchgeführt wird, die aber letztlich dann eben auch zu einer eigenen Staatsbildung in Westdeutschland führen soll, zur Gründung der Bundesrepublik nämlich, die wiederum notwendig ist, ebenso wie die Währungsreform, weil dieser westliche Teil Deutschlands einbezogen werden soll in den Marshallplan. Die Vernichtung alter Reichsmarkscheine ist der Startschuss für die lange geplante Währungsreform in den Westzonen. Im Juni 1948 können die Westbürger die wertlose Reichsmark gegen ein Kopfgeld von 40 D-Mark eintauschen. Als dann tatsächlich die Währungsreform durchgeführt wurde im Frühjahr 1948, da hat dann die Sowjetunion versucht, Druck auf Berlin auszuüben, eine Blockade zu verhängen, um auf diese Weise die Separatstaatsgründung in Westdeutschland zu verhindern. Schnell ist West-Berlin abgeriegelt. Der Straßen- und Schienenverkehr blockiert, die Energieversorgung unterbrochen sowie wichtige Wasserwege gesperrt. Die Bevölkerung der Westsektoren behält die Nerven und lässt sich nicht einschüchtern. Auf dem Platz des Fußballclubs Hertha am Gesundbrunnen erschienen Zehntausende zu einer von der Sozialdemokratischen Partei einberufenen Versammlung. Die Redner stellten auf dieser Versammlung klar, dass Sowjetrussland mit der Politik der Blockade aller Westsektoren Berlins nur die deutsche Bevölkerung treffe. Ernst Reuter, der gewählte, aber von den Russen noch nicht bestätigte Bürgermeister von Berlin, sagte:
diesen Kampf um unsere Freiheit, diesen Eroberungskrieg führt die SED und die Kräfte, die mit ihr verbündet sind, rücksichtslos und brutal auf unserem Rücken aus. Und sie hoffen, auf diese Weise könnten sie ihr Ziel erreichen. Ernst Reuter betonte dann die Entschlossenheit der Berliner, eine feste Haltung gegen alle Angriffe und Provokationen zu bewahren. Berlin wird nicht dran kommen. Wir werden uns mit allen Mitteln, über die wir hier verfügen, bis zum Äußersten gegen den Machtanspruch wenden, der uns zu Sklaven, der uns zu Eloten einer Partei machen will. Schnell wirkt sich die Blockade auch auf das Alltagsleben in Berlin aus. Die Meldung über die isolierte Stadt geht um die Welt. This is New York, a special bulletin. Berlin has been cut off from the free world. Ici Paris, radiodiffusion française. Toutes les voies de communication en direction de Berlin sont coupées. This is London calling. Berlin, the former German capital, is cut off from all communications. What has happened in Berlin? Die Blockade Berlins bedeutete praktisch ein komplettes Abschneiden der Versorgung Berlins. Das galt sowohl für Lebensmittel wie für Heizmaterial und es galt letztlich eben auch für die Elektrizität. Das heißt, in Berlin gingen die Lichter aus. Und insofern war es eben natürlich eine große Frage, ob eine solche Blockade dazu führen würde, dass Berlin überhaupt als Stadt lebensfähig bleiben würde. Und die andere Frage war, ob man das über eine Luftbrücke tatsächlich in den Griff bekommen würde. Der amerikanische General Clay beginnt nach Rücksprache mit Bürgermeister Reuter, West-Berlin aus der Luft zu versorgen. Die Luftbrücke soll das Überleben der Stadt sichern. Wird die Berliner Bevölkerung das aushalten, diesen Winter, der uns bevorsteht? Und mein Vater damals geantwortet hat, Herr General, kümmern Sie sich mal um Ihre Seite der Angelegenheit. Ich stehe dafür, dass die Berliner auf der Seite der Freiheit und Demokratie bleiben. Ernst Reuter hat wesentlich dazu beigetragen, den amerikanischen Militärgouverneur Lucius D. Clay davon zu überzeugen, dass die Berliner auch leidensfähig genug sein würden, um eine längere Durststrecke zu überwinden. Und dass man aber versuchen müsse, die Freiheit der Berliner zu bewahren, dadurch, dass man eben doch Berlin irgendwie versorgte. Und das hat dann die USA, vor allen Dingen Lucius D. Clay, bestärkt, auf Präsident Truman einzuwirken, eine Luftbrücke einzurichten. Schnell findet General Clay Verbündete für seinen gewagten Plan. Als schließlich auch US-Präsident Truman dem Vorhaben zustimmt, beginnt die fieberhafte Suche nach verfügbaren Transportflugzeugen. Die sowjetische Führung unter Stalin rechnet nicht mit einer solchen Kraftanstrengung ihrer ehemaligen Verbündeten. Stalin glaubte sicherlich, dass er dieses Spiel nicht verlieren konnte. Er hat nicht damit gerechnet, dass West-Berlin über eine Luftbrücke versorgt werden könnte und dass damit tatsächlich der Westen sowohl in Berlin bleiben als auch die Pläne zur Weststaatsgründung durchsetzen könnte. Das war sicherlich für Stalin eine große Überraschung. Die Antwort von Clay und Robertson, amerikanische Skymaster aus Japan und Alaska, Hawaii, Panama und Kalifornien, britische Tudors und Yorks aus Kanada und Neuseeland, Indien und Südafrika. 282 viermotorige Maschinen neuer Bauart kommen der Behelfsluftbrücke zu Hilfe. Mit einer geplanten Gesamtleistung von täglich 3.439 Tonnen. Auf dem Rückflug werden Frauen, Kinder und alte Menschen ausgeflogen. Ich bin relativ schnell ausgeflogen worden. Zum ersten Mal in meinem Leben in einem Flugzeug gesessen, das Kohle gebracht hatte und nach Lübeck geflogen worden. Und wir waren, naja, hoffentlich klappt es, hoffentlich reicht es, hoffentlich funktioniert es. In nur wenigen Tagen gelingt es den Westalliierten, die Luftbrücke zu organisieren. Unter amerikanischer Führung erreichen täglich mehr Waren die bedrängte Halbstadt.
Am dringendsten werden Kohlen und Lebensmittel benötigt, um das Überleben von über 2 Millionen Menschen zu sichern. Finanziert wird der Berlin Airlift durch Sonderabgaben in der amerikanischen und britischen Zone. Ab Oktober auch mit einem Notopfer auf alle Postsendungen. Das Erleben der Luftbrücke war zuallererst mal das physische Erleben der Flugzeuge, die nach Berlin einflogen. Das haben wir alle miterlebt. Das klingt ja jetzt so in der Retrospektive immer so als hübsche kleine Sache, wenn da die Rosinenbomber einflogen nach Tempelhof und ein paar Bonbons abgeworfen haben. So war es nicht. Das haben wir schon alle mitgekriegt, was das bedeutete in den Herbstmonaten 1948, dass das verdammt haarig werden würde. Stürzten auch das erste Mal Flugzeuge ab, gab Tote. Aber wir waren dann alle fasziniert davon, wie eigentlich täglich klarer wurde, die schaffen das, so viel nach Berlin rein zu transportieren, zu bringen. Die englischen Flugzeuge landeten auf der Havel, Flugboote, die Franzosen bauten Tegel aus, der General Ganneval ließ einen Funkturm da einfach sprengen, den die Russen da noch hatten und all diese Dinge. Es war diese Entschlossenheit, das Gefühl, diese Luftbrücke steht dafür, jawohl, alle sind entschlossen, für uns Berliner einzustehen und das werden wir gewinnen. Das war eine Erwartung, das geht nicht schief. Wir hatten nicht genug Elektrizität. Ein Elektrizitätswerk wurde erst durch die Luft in einzelnen Teilen eingeflogen. Und ich kam nach Hamburg und sah eine erleuchtete Stadt. Ich habe erst in Hamburg gesehen, in welcher schrecklichen, bedrängten Situation meine Stadt Berlin war. In West-Berlin muss der Strom rationiert werden. Die Kraftwerke können wegen des akuten Kohlemangels nicht genug Energie liefern. Manche Friseure haben deshalb nur in den späten Abendstunden geöffnet, um ihre Kundinnen bedienen zu können. Andere stellen sich auf ihre Art auf die Situation ein. Immer wieder kommt es auch während der Blockade zu Übergriffen an den Sektorengrenzen. Die Sowjets haben in Ost-Berlin eine Willkürherrschaft errichtet, die auch vor Entführungen nicht zurückschreckt. Erstmals beginnen die Westalliierten, ihre Sektoren klar und unmissverständlich zu markieren. Bisher verliefen die Grenzen fließend und waren nicht immer eindeutig zu erkennen. Ein erster Schritt, um die gespannte Lage einigermaßen zu kontrollieren. Da sich die Berliner Stadtverordnetenversammlung nicht dem Druck aus dem Osten fügen will, organisiert die Sozialistische Einheitspartei ab Ende August 1948 Krawalle gegen die Volksvertretung. Diese Spaltung der Stadtverwaltung, nicht nur die Spaltung des Magistrats, sondern der gesamten Stadtverwaltung, die war natürlich eine Folge einer unerträglich gewordenen Situation aufgrund des beginnenden Kalten Krieges, der sich natürlich insbesondere in Berlin sehr deutlich bemerkbar machte. Anfang September verlegen die Abgeordneten unter Führung Ernst Reuters das Stadtparlament nach West-Berlin gegen den Protest der SED-Fraktion. Ab sofort finden die Beratungen in der Technischen Universität statt. Über die Medien wenden sich die Parteien an die Berliner Bevölkerung und rufen sie zu einer Kundgebung vor dem Reichstag auf. Am vergangenen Donnerstag strömte die Bevölkerung Berlins erneut auf dem Platz der Republik zusammen. Sie protestierte gegen den kommunistischen Terror, welcher die Freiheit ihrer Heimatstadt zu zerstören drohte. Nach monatelanger Blockade und Gewaltherrschaft war die Geduld der Stadt zu Ende. Weit über 250.000 Menschen aus allen 4 Sektoren legten auf dieser bisher größten Kundgebung ein überwältigendes Bekenntnis zur Freiheit ab. Vor dem Reichstag, dem Symbol der Demokratie, trugen sie der ganzen Welt ihre Sache vor. Dort sprachen dann eben die Vertreter der demokratischen Parteien, auch Franz Neumann. Und zum Schluss mein Vater. Wir kommen wieder in den Ostsektor Berlins. Wir kommen auch wieder in die Ostzone Deutschlands. Bravo.
Heute ist der Tag, wo das Volk von Berlin seine Stimme erhebt. Dieses Volk von Berlin heute ruft die ganze Welt. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle, gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf gewonnen, bis dieser Kampf endlich durch den Sieg über die Feinde, durch den Sieg über die Macht der Finsternis besiegelt ist. Das Volk von Berlin hat gesprochen. Wir haben unsere Pflicht getan und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker der Welt, tut auch ihr eure Pflicht. Dieser Gedanke, an die Völker der Welt zu appellieren, nicht die Regierungen allein, sondern es sind die Menschen, die ihre Meinung sagen müssen, die einstehen müssen und die auch bereit sind, einzustehen. Das war eigentlich, wenn Sie wollen, diese Rede, die in einer Zusammenfassung die ganze innere Überzeugung des Lebens meines Vaters. Nach Beendigung der Kundgebung kam es am Brandenburger Tor zu Zusammenstößen zwischen den Heimkehrenden und der Markgraf-Polizei, welche von der Schusswaffe Gebrauch machte. Das Fazit: ein Toter und mehrere Verletzte. Ein weiterer Zwischenfall: empörte Berliner beseitigen die rote Fahne des Kommunismus auf dem Brandenburger Tor, die 3 Jahre dort geweht hatte. ...1948 tritt erstmals der junge Willy Brandt vor die internationale Presse. Er präsentiert die Ergebnisse eines Untersuchungsberichts zum Terror in der Ostzone, der brutale Übergriffe der sowjetischen Besatzungsmacht auflistet. Wir werden damit zeigen, was Berlin über die Gangstermethoden der letzten Tage hinaus blühen würde, wenn es in diese Zone einbezogen würde. Wir können nicht schweigen zu den Misshandlungen und Massenverfolgungen in der Sowjetzone, denn wir wollen uns nicht mitschuldig machen an den dort verübten Verbrechen. Unterdessen erreicht die alliierte Operation Vittles, zu Deutsch Operation Lebensmittel, fast täglich neue Frachtrekorde. Die Luftbrücke schafft alles heran, was die Westberliner Bevölkerung zum Leben braucht. Darüber hinaus Kohle für die Energieversorgung und als Grundstoff, um synthetisches Gas zum Kochen herzustellen. Luise Schröder ist Oberbürgermeisterin von Berlin. Sie vertritt Ernst Reuter, der sein Amt wegen des sowjetischen Vetos in der alliierten Kommandantur nicht antreten durfte. Im Dezember 1948 finden Wahlen nur in den Westsektoren statt, ohne Beteiligung der SED. Mit der Spaltung der Stadtverwaltung ergaben sich dann natürlich neue Möglichkeiten. Das heißt, es wurde ein eigener Ostberliner provisorischer Magistrat gebildet und es wurde eine Westberliner Stadtregierung gebildet. Und dann konnte Ernst Reuter, der ja schon gewählt war, dann tatsächlich sein Amt als Oberbürgermeister antreten. Aber er war dies natürlich jetzt nur noch für Westberlin. Trotz widriger Umstände lässt sich die Bevölkerung nicht vom Urnengang abhalten. 86% geben ihre Stimme ab. Hier Frau Luise Schröder und der nach der Wahl zum Oberbürgermeister von Berlin erklärte Professor Ernst Reuter. Die SPD erringt fast 2/3 der Wählerstimmen. Diesmal tritt Ernst Reuter das Amt des Bürgermeisters für West-Berlin an. Eine neue Kuriosität im gespaltenen Berlin. Nachdem die Westmark im Ostsektor und die Ostmark im Westsektor ungültige Zahlungsmittel sind, müssen die Straßenbahnschaffner an den russisch-westlichen Sektorengrenzen ausgetauscht werden. Die Bahn kommt an die Grenze und der Kollege mit der diesseitigen Währung löst den Kollegen mit der jenseitigen Währung ab. Erst dann kann die Fahrt mit dem anderen Geld weitergehen.
Die Berliner versuchen, durch den Winter zu kommen. Holen Stubben aus der Erde, sammeln Reisig und Abfallholz. Die Alliierten fliegen. Fliegen bei Sturm, Nebel und Regen. Der Hintermann vom Vordermann nur 7 Kilometer, nur 1,5 Flugminuten entfernt. Blindflug, geleitet durch die Stimme eines Mannes, der irgendwo unten vor einem Radarschirm sitzt. Das ist die Normallandung bei diesem Wetter. Der Wettlauf mit der Zeit darf nicht eine Minute unterbrochen werden. Unglücke sind bei einem solchen Gewaltunternehmen nicht zu vermeiden. Eine Maschine rast über die Landebahn hinaus. Eine anderen platzen unter dem Gewicht des Aufsetzens die Fahrgestellreifen. Eine dritte verfehlt die Landebahn. 40 Engländer, 31 Amerikaner und 5 Deutsche. Das sind die Gefallenen der Luftbrücke. Der Sieg der Idee, für die sie starben, ist dennoch nicht mehr aufzuhalten. In einem Landetakt von nur 65 Sekunden steigert die Luftbrücke des Frühjahrs 1949 ihre tägliche Transportleistung auf 8.000 Tonnen. 9.000 Tonnen. Der Rekord vom 16. April, 12.849 Tonnen. Wie über eine Brücke rollen diese Güter heran. Lebensmittel, Kohle, Rohstoffe für die Fabrik, Omnibusreifen, Zigaretten, Kiefernsetzlinge für die Wiederaufforstung im Grunewald, Kerzen, Medikamente, Stromaggregate, Vitamintabletten. Eine Brücke, die, wenn es sein muss, Jahre hindurch halten kann. Der Baumbestand des Tiergartens ist im strengen Blockadewinter fast ganz abgeholzt worden. Im März 1949 beginnt die Wiederaufforstung. Oberbürgermeister Reuter pflanzt den ersten Baum, eine Linde. Wenig später kann West-Berlin aufatmen. 12. Mai 1949 in Helmstedt. Das Ende der Blockade. Der Landweg nach Berlin ist frei. Der Weg vorbei an den Menschen in der Zone, die um Berlin gebankt haben. Der Weg zu den Berlinern. Dank der Entschlossenheit dieses Mannes, General Clay, ist die Blockade Berlins gescheitert. Schnell kommt der Verkehr wieder in Gang. Die ersten Züge fahren Richtung Berlin. Es war ein einziger Jubelaufschrei. Es war ja schon, es zeichnete sich ja schon ab. Aber dann passierte es eben sinnbildhaft, dass am Kontrollpunkt Dreilinden im Süden Berlins die ersten Konvois mit amerikanischen Flaggen einliefen und durchgelassen werden mussten, durchfahren konnten und in Berlin ankamen. Die Straßen waren schwarz vor Menschen, haben das die begrüßt und bejubelt, aber in einem Wort, das war ein einziger Aufschrei des Jubels. Am 12. Mai 1949 endet die Blockade West-Berlins. Vor geladenen Ehrengästen gibt Oberbürgermeister Reuter eine Erklärung ab. Seit heute Mitternacht haben aufgrund von Vereinbarungen zwischen den 4 Besatzungsmächten die sogenannten technischen Verkehrsbeschränkungen aufgehört. In der Stadt sind Straßensperren und Straßenkontrollen beendet worden. Ernst Reuter hat durch die Luftbrücke an Statur in einem Maße gewonnen, wie er das vielleicht selber gar nicht vorher gesehen hat. Das Zweite ist, dass sich durch die Luftbrücke das Verhältnis nicht nur zwischen den Berlinern, sondern zwischen den Deutschen und den Alliierten fundamental gewandelt hat. Aus den Besatzungsmächten wurden Schutzmächte. Und diese Veränderung im Klima zwischen den Deutschen und den Westmächten hat eben auch langfristig dafür gesorgt, dass Deutschland eben doch, vor allem die Bundesrepublik Westdeutschland, sehr schnell eben in den Westen integriert werden konnte. Und das wäre sicherlich ohne die Luftbrücke in diesem Maße eben nicht möglich gewesen. Vor dem Rathaus Schöneberg feiert ganz West-Berlin die Aufhebung der Blockade. Der Präsident des Parlamentarischen Rates, Konrad Adenauer, dankt der Bevölkerung. Berliner, Berlinerinnen, Freunde, der Parlamentarische Rat in Bonn ist der Einladung nach Berlin gefolgt aus innerem Herzensdrang und erfüllt von tiefer Dankbarkeit für euren Kampf, für euer Leid, für eure Geduld, die jetzt
zum Siege geführt hat. Nach der ersten Bewährungsprobe des Kalten Krieges schauen die Westberliner nun nach Bonn. Dort vertritt Ernst Reuter die Interessen Westberlins im Parlamentarischen Rat. Dieser Parlamentarische Rat hat ja das Grundgesetz ausgearbeitet. Das war deswegen eben auch so wichtig für Berlin, weil es immer um die Kernfrage ging, inwieweit soll diese spezielle Entwicklung Berlins, die ja schon auf die Spaltung der Stadt hinauslief, fortgesetzt werden? Können wir überhaupt eine Bundesrepublik gründen? 1949 vollzieht sich die staatliche Teilung Deutschlands. Im Westen wird die Bundesrepublik gegründet. In Ost-Berlin konstituiert sich für die sowjetische Besatzungszone die Deutsche Demokratische Republik. Auch in West-Berlin tritt 1950 eine neue Verfassung in Kraft. Von nun an werden wir in der Lage sein, die Geschicke Berlins durch das Instrument der gewählten Volksvertretung aufgrund einer Verfassung zu leiten, die wir uns selbst gegeben haben. Offiziell Teil der Bundesrepublik wird die Halbstadt aber von den Alliierten regiert. Die Glocke der Freiheit ist ein Geschenk des amerikanischen Volkes an die Bevölkerung Westberlins. Sie soll den Freiheitskampf gegen den Kommunismus symbolisieren. Der ehemalige Militärgouverneur für Deutschland, General Klee, trifft ein, um an der feierlichen Glockenweihe am Tag der Vereinten Nationen in Berlin teilzunehmen. Der Turm des Schöneberger Rathauses nimmt die 10 Tonnen schwere Glocke auf. Ihre eherne Aufschrift lautet: Möge diese Welt durch Gott einer Auferstehung der Freiheit entgegengehen. In einer Botschaft sagte General Klee: Der Klang dieser Glocke wird den Menschen in allen geknechteten Ländern verkünden, dass sie ihre Freiheit wieder erringen können und werden und dass Millionen von Amerikanern sie in ihrem Kampf unterstützen. ...1953 besucht Ernst Reuter die USA. Reuter sagte in seiner ersten Ansprache auf amerikanischem Boden, dass bereits am Beginn seiner Reise die Erklärung Präsident Eisenhowers stand, Berlin weiterhin beizustehen für die gewaltigen Aufgaben, die vor ihm liegen. Auch im Weißen Haus ist Reuter zu Gast. Höhepunkt seiner zweiwöchigen Amerikareise war dann die Zusammenkunft mit dem Präsidenten der USA. In einzigartiger Weise unterstützte auch die amerikanische Öffentlichkeit die Aufgabe Reuters, Hilfe zu erhalten für die Not der Flüchtlinge aus der Ostzone. Tausende bereiteten dem prominentesten Berliner einen herzlichen Empfang. Professor Reuter mit dem New Yorker Oberbürgermeister. Eine gewaltige Sammelaktion des amerikanischen Volkes für die Sowjetzonenflüchtlinge erbrachte rund 1 Million Dollar. In West-Berlin beginnt mit amerikanischen Marshallplangeldern und der Hilfe der Bundesregierung ein wirtschaftlicher Aufschwung. Die Investitionen fließen vor allem in den Wohnungsbau sowie den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Der Osten leidet unter dem sozialistischen Wirtschaftssystem. Als die DDR-Regierung die Arbeitsbedingungen drastisch verschärft, reagieren die Bauarbeiter in der Ost-Berliner Stalinallee am 16. Juni 1953 mit Streik. Binnen weniger Stunden schließen sich weitere Demonstranten an. Ich war Chefredakteur des RIAS und wir hatten natürlich gehört von Unruhen aus der DDR wegen der Normenerhöhung. Sprich, länger arbeiten für dasselbe Geld. Nicht populär. In dem Augenblick, in dem am Nachmittag des 16. Juni eine Abordnung der Streikleitung zu mir kam und verlangte, der RIAS sollte aufrufen zum Generalstreik in der Zone. Zone nannte man das damals noch. Ich gar nicht sagen konnte, kein amerikanischer Sender kann zu einer Aktion in einer anderen Besatzungszone aufrufen. Und geantwortet habe, welche Forderungen sie haben. Dann haben wir uns hingesetzt an meinen Schreibtisch und haben 5, glaube ich, Forderungen aufgeschrieben.
Und dann habe ich ihnen zugesagt, das werden wir senden. Und dann zogen die ab, sicher nicht besonders befriedigt, aber mehr konnten sie nicht erreichen. Das haben wir dann auch gesendet. Immer mehr Arbeiter gehen auf die Straße. Es kommt zu ersten Ausschreitungen. Dieser Aufstand in Ost-Berlin kommt ja zustande, weil viele Menschen in der DDR sich nicht nur gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen gewandt haben, sondern auch die Hoffnung haben, dass tatsächlich eine Wiedervereinigung Deutschlands möglich sein könnte. In dieser Situation einen Aufstand zu wagen und dann nicht mit der Reaktion der Russen zu rechnen, war sicherlich etwas naiv, natürlich auch sehr mutig. Nicht nur in Ost-Berlin gehen die Menschen auf die Straße. Auch in anderen Städten kommt es zu Unruhen. Viel zu spät erkennt die DDR-Führung den Ernst der Lage. Also einmal wurde vor der Welt demonstriert, das ist ein Regime, was im Wesentlichen auf der Anwesenheit der sowjetischen Besatzungsmacht ruht. Denn die DDR-Regierung war faktisch gestürzt, als die sowjetischen Panzer dann, man muss sagen, relativ moderat aus heutiger Sicht eingriffen. Das waren Erfahrungen, die zeigten, gegen Moskau geht gar nichts. Als in Ost-Berlin sowjetische Panzer und Truppen aufmarschieren, ist Ernst Reuter nicht in Berlin. Er erfährt in Wien von den Unruhen und möchte sofort zurückkehren. Aber die Westalliierten können oder wollen ihm kein Flugzeug zur Verfügung stellen. Es könnte damit zusammenhängen, dass die amerikanische Regierung in Washington gesagt hat, Vorsicht, wenn dieser Reuter in so einer Situation, die natürlich brandgefährlich war, wieder unter dem Stichwort Krieg, wenn der nach Berlin kommt und dort eine, sagen wir mal, aufrührerische Rede hält, um nicht zu sagen aufhetzende Rede hält, dass das zu einer Zuspitzung führt, die wir nicht wollen. Während die Menschen der Staatsgewalt nicht weichen wollen, äußert sich Reuter von Wien aus über die Situation. Die Ereignisse in Berlin werden der ganzen Welt gezeigt haben, wie recht wir Deutschland haben, wenn wir immer und immer wieder betont haben, dass die Bevölkerung, die ganze Bevölkerung in der sowjetischen Zone und in Ost-Berlin nichts anderes will als frei sein. Am 17. Juni verhängt der sowjetische Stadtkommandant den Ausnahmezustand über Ost-Berlin. Ab jetzt dürfen die Soldaten und Polizisten auf die Demonstranten schießen. Am Potsdamer Platz feuern vorrückende Rotarmisten anfangs noch über die Köpfe der Menschen hinweg. Dann schießen sie direkt in die Menge. Mehrere Demonstranten brechen verwundet zusammen. Andere suchen Schutz in der Umgebung. Ernst Reuter kehrt erst am 18. Juni nach Berlin zurück. Da ist der Aufstand bereits niedergeschlagen. Vor dem Rathaus Schöneberg gedenken die Berliner der Toten. Wir gehen mit unseren Gedanken hinaus nach Leipzig, zu den Leunawerken, in das Gebiet des Uranbergbaus, überall da, wo die deutschen Arbeiter dem kommunistischen Regime gezeigt haben, dass sie eine freie Welt wollen und kein kommunistisches Regime. Der Bürgermeister nutzt einen Interviewtermin mit einem amerikanischen Journalisten in der Ruine des Reichstags, um Zuversicht zu verbreiten. Good morning, Dr. Reuter. Mayor Reuter, regarding your optimism about reunification of Germany, how do you foresee that coming about, if I can go back to the matter? That can come about only by using every means of pressure, persuasion, strengthening our moral force and showing to the Soviets that they are not in a position to digest Germany, that it doesn't give sense for them to be obstinate, to stand on a place which is lost for them anyway. Well, what would we do? Would we try to get them into a conference? I think we have to test them every day and subtly by the means of a conference too. Well, nobody can foresee what will be the outcome of the conference, but the Soviets are not free in their behavior. If nothing comes out, the desperation of our people in East Germany will become greater and their resistance will become greater, and the Russians do know that very well. Goodbye, wish you all the best. And my best greetings for the American people. Thank you.
Wenige Wochen später ist Ernst Reuter tot. Das plötzliche Ableben des populären Politikers schockt Ende September 1953 die Berliner in Ost und West. Wie erlebt man den Tod seines Vaters? Das kann man erst mal gar nicht begreifen, weil er war 63 Jahre alt. Man konnte ja gar nicht auf die Idee kommen, dass sowas geschieht. Er hatte ja auch keine ernsthaften Ankündigungen dieser Sache. Man kapiert das ja gar nicht. Das hat bei mir 3 Tage gedauert, bis ich das verstanden habe, dass mein Vater tot war. In stiller Trauer verabschieden sich Freunde und Weggefährten von der Symbolfigur für die Freiheit. Die Berliner demonstrieren auf ganz eigene Weise ihre Verehrung. Das Wunder, das am gleichen Abend geschehen ist, habe ich jedenfalls so gar nicht miterlebt. Nämlich, dass plötzlich nach der Meldung im RIAS und es dunkel wurde, die ganzen Fenster in Berlin mit Kerzen erleuchtet waren. Überall stehen Kerzen im Fenster. Und das war wohl auch in Ost-Berlin so. Berlin trauert. Der Schock war unvorstellbar. Das stimmt wohl. Die ganze Stadt schien in den nächsten Tagen, nicht nur am nächsten Morgen, in den nächsten Tagen fast lahmgelegt. Alles sagte nur um Gottes Willen. Was soll jetzt werden? Das war eigentlich die Grundstimmung. Der Sarg mit dem Leichnam des Bürgermeisters wird im Rathaus Schöneberg aufgebahrt. Die Berliner erhalten dort Gelegenheit, sich von ihrem verstorbenen Idol zu verabschieden. Dann ging dieses unerklärliche Wunder weiter, der Aufbahrung im Schöneberger Rathaus, wo das Dienstzimmer meines Vaters war. Deswegen fand die Trauerfeier auch hier unten auf der Treppe statt. Der Sarg meines Vaters war dort aufgebahrt. Und ich sag mal salopp, die halbe Stadt zog vorbei an diesem Sarg, legte Blumen nieder, Frauen weinten. Das hat sich über die ganzen Tage bis zur Beisetzung dann Anfang Oktober so hingezogen. Die meisten können sich eine Zukunft ohne Ernst Reuter nicht vorstellen. Viele fragen sich, wer sie jetzt sicher durch die vor ihnen liegenden stürmischen Zeiten des Kalten Krieges führen und ihnen die Freiheit erhalten wird. Die Glocke der Freiheit trägt mit ihrem Klang die Todesnachricht über die Stadtgrenzen hinaus. Doch der Geist Ernst Reuters bleibt lebendig. Ich glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen. Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben ist.